Willkommen, meine Sturmtruppler, bei Batman Arkham City. Ich hoffe, mein erstes Let's Play von Batman Arkham Asylum hat euch gefallen. Hier kommt quasi der zweite Teil. Neuer Monat, neues Glück. Starten wir direkt mit dem Game. Auch diesen Titel habe ich wieder sehr günstig in Steam erhalten. Und ich habe Avinasin mal kurz reingeschaut. Ja, nur um zu gucken, ob es läuft, ob alles flüssig ist. Und 0%, also wirklich nur kurz reingeschaut, ob Grafikeinstellungen und Co. alles passt. Los geht's! Wir spielen wieder normal. Sind ja schon bei mir gewohnt, weil leichter Stelle kann man immer. Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Oh! Wir starten hier anscheinend nicht mit Batman. Keine Chance. Arkham City wird in Flammen aufgehen. Lässt sich interessant steuern. Du wirst mir gehören, Catwoman. Höchst interessant. Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Also interessant, interessant. Wir startet hier nicht mit Batman, sondern direkt mit Catwoman. Höchst interessant. Ja, wärmt euch schon mal ein bisschen auf. Naja, die Katzeohren werden benutzt. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Was ist jetzt passiert? Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen.
Umstell ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Wiegelt sich in die Brille, Sina, das? Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Bis heute haben sie jeglichen Respekt für das Gesetz, die Gesellschaft und sich selbst vermisst. Von diesem Zeitpunkt an. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Hilf mir! Willkommen in Arkham City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Hol den Butler umgelegt, was? Du wirst hier drin sterben? Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du gehörst mir. Wieder auf dem Boden! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Wow! Wie das aufgebaut ist, das Spiel. Reihe A, Gefangener! Wayne! Du gehörst in Reihe A! Hey, Wayne! Ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das hole ich mir. Ihr zwei, geht aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch! Ich hasse ihn! Brich seinen Kiefer! Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Auseinander, meine Damen! Pam! Weiter gegen Gefangene! Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Ich kann nicht glauben, neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz, jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns anzuhalten. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Er ist hier kein Krepier. Bitte! Tja, wir kommen schon mal besser klar wie die Jungs zu Ihnen. Das ist erst der Anfang. Wait, helft Sie mir! Wie fühlt sich das an? Hilfe! Aufstehen, Ryder. Ich sagte, aufstehen. Wen haben wir denn da? Lucifer! Oh, also dagegen konnte man nichts machen. Der Pinguin. Krass. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Ah! Ah, macht ihn kalt! Ich glaube, er hat mir die verdammte Hand gebrochen. Und das Ganze mit Handschelle! Lass mich hier raus! Nein, wie hat er das gemacht?
werden Sie bezahlen, Wayne! Ich habe noch nicht rausgefunden, was wieder die K.O.-Taste ist auf dem Boden. Aber der Kampfstil ist ungefähr so genauso wie im Arkham Asylum. Nicht kontaktieren. Ich muss weiter nach oben. Tja, jetzt haben wir schon mal den Pinguin ausgeschaltet. Alfred, hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Natürlich. Ich sehe irgendwie noch nicht, wo es ist. Komisch. Wo müssen wir dann jetzt hin? Ich kann gerade so einen Sprung zum Ace Chemicals Gebäude durchführen. Von dort aus kann ich hochklettern. Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil Ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Okay, jetzt haben wir wieder so ein kleiner Story-Abschnitt gehört. Und ja, durch das, dass der jetzt gesagt hat, dass ich springen muss, wusste ich, welches Gebäude. Ist sie eingetroffen, Sir? Gerade rechtzeitig. Er ist bestimmt unser Batman-Anzug. Oh yeah! Schon viel besser. Alfred, ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. Ach, das kleine Teil kennen wir doch. So, dann probieren wir mal, ob das immer noch so ist wie vorhin. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht.
Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Also gehen wir wohl Catwoman befreien. Ich muss nach Catwoman suchen. Null Problemo. Ja doch, wie immer. Wie immer die K.O.-Tasche. Das wird wehtun, Bad Freak. Wo ist der weggeflogen? Also der letzte, wie ich den ausgeschaltet habe, habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Ach. Durch die Vordertür, alles klar. So, jetzt sind wir hier im Gebäude. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Catwoman ist. Das Kämpfe an sich finde ich flüssiger wie im Arkham Asylum, muss ich ehrlich sagen. Das geht irgendwie flüssiger von der Hand. Was haben wir hier auf dem Boden liegen? Ja, das typische American Wanted. Oh! An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Vorsicht! Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auch für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los, ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ruhe im Gerichtssaal! Charakterbiografie Two-Face. Leider weiß ich jetzt auf dem PlayStation-Controller nette Knopf. Wie kommen wir jetzt nun? Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Neue Gesichter für die Gang. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch uns anschließen, um eine neue Macht in Arkham zu werden. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. So, Kabellaufe ist jetzt hier stirbt, in diesem Spiel auch ganz Stadt neu, finde ich. Dann herrschen wir hier. Soll ich da unten etwa alle kalt stellen, oder? Oder ihr geht jetzt einfach. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen sollen. Dann werden wir euch aufspüren. Lieber nochmal checken, ob es hier irgendwas gibt. Aber wir wollen uns nicht dabei so hilft. Sein. Ich finde das Spiel mega laut, also. Okay. Das Schicksal hat uns ein Geschenk gemacht. Also Harvey. Ein Geschenk mit Dent dem ist dann in dem Kasten drin. Ernst, Wir bräuchten jetzt einfach mit ohne hin. Geschworenen werden dabei. Es ist besser. Raus hier. Aus dem Weg, du Vollidiot. Unser Freund Beth. Wuhu! Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Jetzt haben wir mal richtig viele Gegner. Du hast in meinem Gerichtssaal nichts zu suchen, Batman. Oh, was ein Move. Halt still, Batman. Ist irgendeiner mit Waffe dabei? Nö. Oh, schon fertig. Irgendwie waren es dann doch nicht so viele. Einspruch. What? Abgewiesen.
Kopf oder Zahl, Miezekätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. By the black house every other night.